Hey und herzlich willkommen aus dem größten Freizeitpark Deutschlands und dem derzeit besten Freizeitpark der Welt. Der Hitman meldet sich heute hier aus dem Europapark. Ich hatte es euch versprochen. Hitmans fantastische News aus dem besten und größten Freizeitpark. Was will man mehr? Und ich habe euch auch versprochen, es geht um die Zukunft vom Europapark. Und für die Zukunft des Europaparks gehen wir dann heute mal gemeinsam auf die Reise zu den Neuheiten, die in den nächsten 1 bis 2 Jahren hier entstehen sollen, zu den Veränderungen, die kommen sollen. Und dazu gehen wir als erstes mal nach Österreich, in den Themenbereich Österreich, wo ja die ehemalige Dschungelfloßfahrt zur Josefinas kaiserlichen Zauberreise umgebaut wurde. Und das schauen wir uns jetzt mal an und schauen, wie weit der Bauabschnitt 1 denn so ist. So, angekommen in Österreich am Fuße des Sees und des neuen Donaudampfers. Ja, ich weiß, Leute, die den Europapark kennen, wissen, dass das Ganze ja früher hier zum Themenbereich Afrika gehörte. Und das Ganze wurde ja aus Rassismusgründen und Vorwürfen dann in den österreichischen Themenbereich, der ja direkt nebenan liegt, eingemeindet. Grundsätzlich ist das eine sehr, sehr gute Idee gewesen, weil man sieht ja jetzt schon nach dem ersten Bauabschnitt, dass das Ganze hier stimmig wirkt, dass das passt. Und ja, es wird natürlich im zweiten Bauabschnitt hier noch eine neue Gastronomie geben etc. Es kommt also einiges noch dazu. Wir schauen uns aber trotzdem Josefinas kaiserliche Zauberreise mal in dem Kurzabschnitt an und ich erkläre euch, was denn alles neu ist. So, wenn ihr das sehen könnt, das sind die Boote, die im nächsten Jahr noch folgen. Das heißt also, die Boote werden ausgetauscht werden und das Ganze hat dann einen entsprechend österreichischen Touch. Und das finde ich auf jeden Fall auch sehr schön. So, dann sind wir jetzt gestartet zu Josefinas kaiserlicher Zauberreise. Und diejenigen unter euch, die die Fahrt von früher kennen, wissen ganz genau, was an dieser Stelle jetzt gleich passieren würde. Da wäre nämlich von links ein Nashorn aus dem Dschungel gekommen und hätte einen versucht, nass zu spritzen. Das Ganze ist als Easter Egg auch hinterlassen worden. Schaut mal hin. Da hat man ganz schön das Nashorn sehen können. Finde ich toll vom Europapark, dass man das nicht vergessen hat. Man hat das hier als Deko quasi mit eingebaut. Und alle Leute, die wissen, was vorher da war, die freuen sich jedes Mal, ja, zu sehen, was sie halt auch noch von früher kennen. Aber ich muss sagen, das Ganze macht jetzt schon einen sehr guten Eindruck. Der erste Bauabschnitt ist ja durch. Es kommt ja noch eine neue Gastronomie dazu. Es wird weitere Deko-Dinge geben. Es wird weitere Ausstaffierungen geben. Und ich muss sagen, ich finde es eine sehr gute Idee, das, wie gesagt, zum Thema Österreich dazu zu nehmen. Passt absolut ja auch hier in die Landschaft. Und ich finde, alle Kritiker sollten sich jetzt auch mal ein bisschen zurücknehmen und dem Europapark Zeit geben, das Ganze dann zum Ende zu bringen. Dann kann man gerne Kritik äußern. Aber im Moment ist es ja noch im Bau. Trotzdem läuft die Anlage. Die Leute können schon das, was fertig ist, genießen. Und das ist eine ganze Menge. Und deswegen zeige ich euch jetzt mal eine Minute hier von Josefinas kaiserlicher Zauberreise.
Ja, während wir an Josefina und ihrem Bötchen vorbeigefahren sind, schauen wir doch jetzt mal nach, wo es denn hier die Gastronomie demnächst geben wird. Ich glaube, man wird hier doch das ein oder andere aus dem afrikanischen Thementhal abreißen und da eine neue österreichische Gastronomie hinstellen. Ja, passend zu diesem Thema befindet sich hinter mir diese African, früher African, heute Adventure Food Station. Ich gehe davon aus, dass die das nicht überleben wird, die Umgestaltung dieses Themenbereichs, und dass die Gastronomie genau hier an diesem Ort gebaut werden wird. Das ist, wie gesagt, der zweite Bauabschnitt, Fertigstellung 2023. Dazu zählt natürlich auch die mittlerweile in die Jahre gekommene Toilettenstation, ehemalig auch natürlich aus dem afrikanischen Teil. Ich denke, das Ganze wird auch überarbeitet werden und dann dazugehören. Also, wenn ihr im Europapark seid, eine Fahrt mit Josefinas kaiserlicher Zauberreise lohnt sich auf jeden Fall auch jetzt schon. 2023, wie gesagt, wird der ganze Themenbereich hier fertig sein. Und dann bin ich sehr gespannt. Auch dann wird es wieder von mir einen Bericht geben und natürlich ein On-Ride-Video zu dieser Fahrt. So, und einer der Elefanten aus der Dschungelfloßfahrt hat auch einen neuen Platz bekommen. Sein Bruder steht auf der anderen Seite. Das heißt, der Europapark hat hier Dinge, die vorhanden waren, weiter genutzt. Finde ich eine super Sache. Und sieht man auch nicht so oft in Freizeitparks. Ja, er hat hier einen schönen neuen Platz bekommen, passend hier zu diesen Küchen der Welt. Das riecht hier aus dem Spices Restaurant nach indischen Köstlichkeiten. Und da bekanntlichermaßen Elefanten auch aus Indien kommen, hat man das Ganze so genutzt. Finde ich eine tolle Sache vom Europapark. Durch den holländischen Themenbereich kommen wir jetzt hier zum Luxemburger Platz. Und am Luxemburger Platz steht dieses altehrwürdige Drehtheater des Europaparks. Eins eröffnet noch von Franz Mack. Da gab es hier eine Fahrt, die war gesponsert von Milka Schokolade. Und da wurde hier in diesem Drehtheater gezeigt, wie man Schokolade herstellt. Damals schon eine tolle Geschichte für die damaligen Jahre. Das Ganze war verbunden mit diesem Monorail, dieser Bahn, die hier oben fährt, bis nach Island mittlerweile. Und ja, dann über die Jahre gab es immer mal was Neues hier in diesem Drehtheater. Und es funktioniert, wie gesagt, immer noch ganz fantastisch und hervorragend. Allerdings hat man sich gedacht, hier könnte doch mal auch mal etwas ganz Neues rein. Ihr seht also, das Drehtheater dreht sich. Derzeit wird hier noch nicht gebaut. Dieses Jahr kann man hier noch Rulantica, die Show, sehen. Das heißt also Insider-Informationen über den Bau von Rulantica und allem, was dazu gehört. Und das schauen wir uns jetzt mal ganz kurz an, damit ihr auch wisst, wie so ein Drehtheater von innen aussieht. Ihr habt ja ganz genau eben sehen können, wie das Drehtheater hier sich dreht und von Szene zu Szene fährt. Und das Ganze soll natürlich dann später nach dem Umbau auch so sein, allerdings dann multisensorisch. Es wird also eine Fahrattraktion werden, bei der man auch schießen kann und so weiter und so fort. Ist ein Klassiker, schaut nochmal genau hin. Das Ganze wird es wahrscheinlich ab 2024 dann so in der Form nicht mehr geben. So, und damit ihr überhaupt wisst, warum und wie dieses Drehtheater umgebaut werden soll, zeige ich euch hier nochmal einen Ausschnitt aus meinem Bericht über die Neuerungen, die hier stattfinden sollen. Im Drehtheater des Europaparks können Gäste seit über 30 Jahren in ganz unterschiedliche Geschichten eintauchen.
einst als das lila Geheimnis zur Entstehung der Milka-Schokolade eingeführt, entführte die Attraktion ihre Besucherinnen und Besucher auch zu den Wundern dieser Welt und nahm sie auf eine Zeitreise in die Vergangenheit des Europaparks. 2010, zum 35-jährigen Jubiläum des Freizeitparks, wurde das Drehtheater zum Historama mit Einblicken in die Entstehung des Europaparks umgestaltet. Dieses Thema wurde bis zum Jahr 2017 beibehalten, ehe das Drehtheater im Rahmen einer Ausstellung zum neuen Europapark Wasserpark Teil der Reise nach Rolantica wurde. Das geschichtsträchtige Drehtheater im Herzen des Europaparks könnte in Zukunft zu einer interaktiven Attraktion werden. Der Hersteller Mack Rides nennt entsprechende Pläne für einen Umbau. Das Historama im Europapark soll zu einer interaktiven Themenfahrt mit Kombination aus physischen und digitalen Szenen werden. Das bisherige Drehtheater soll durch ein neuartiges Gameplay Theater des Herstellers Mack Rides aus Europapark Firmengruppe ersetzt werden. Bei dieser Art von Attraktion sollen drehende Gondeln zum Einsatz kommen, die Fahrgäste in insgesamt 10 verschiedene Räume eintauchen lassen. Hier sollen die Endlos-Darkride-Gondeln von Mack eingesetzt werden, die als Rücken-an-Rücken-Konfiguration ausgeführt sind. Zwischen den Fahrgästen bildet eine große Rückwand einen geschlossenen Raum zur Innen- und Außenseite. Während innen physische Szenen zu sehen sein werden, kommen außen Projektionen und Leinwände zum Einsatz. Weiter geht es quer durch den Themenbereich Russland in Richtung Griechenland. Und dann wird es natürlich sehr interessant, weil zwischen Griechenland und Russland entsteht derzeit der neue Themenbereich, das neue europäische Land im Europapark, Kroatien. Und das wird ganz sicher eine ganz spannende Angelegenheit. Was wird es für Attraktionen geben? Da gibt es ja verschiedene Gerüchte, beziehungsweise manche Dinge stehen ja auch mittlerweile fest. Und wir schauen uns jetzt mal das Ganze an, gehen mal zur Baustelle und gucken, ob wir vielleicht einen Blick erhaschen können. Ja, liebe Hitman-Freunde, hinter dieser Tür soll es sich dann befinden, das neue Kroatien und natürlich in Verbindung mit dieser High-Voltage-Tour. Da geht man natürlich auf den neuen Big Dipper, auf den neuen Coaster ein, der dann ja Voltron Coaster heißen soll, in Verbindung zu Nikola Tesla, der ja aus Kroatien kommt und entsprechend dort geboren wurde. Ja, Kenner des Europaparks wissen, wo ich stehe. Ich stehe nämlich am Tor zum früheren immer wieder Sonntags-Festival-Geländebereich. Das heißt, hierhinter befanden sich die Bühnen zur ARD-Live-Sendung immer wieder sonntags mit Stefan Ross. Das Ganze findet ja mittlerweile am Krona Saar statt. Und wir schauen jetzt mal genau von oben auf diese Baustelle und gucken uns doch mal an, wie weit der Europapark schon mit den Neuigkeiten für 23 so ist. So, aus Griechenland, und zwar von hier oben, wo ich stehe, hat man ja einen wunderbaren Blick auf die Baustelle von Kroatien und des neuen Coasters, Voltron Coaster. Was wird denn außer diesem Coaster noch in Kroatien zu fahren und zu erleben sein? Das interessiert mich persönlich am allermeisten. Natürlich finde ich Achterbahnen immer toll. Ich finde aber auch sehr toll, was Mack grundsätzlich so an Neuigkeiten zu so einem Themenbereich dazu baut. Und Kroatien, wissen wir alle, hat viel mit Wasser zu tun. Vielleicht sieht man ja hier das erste Mal das neue Rocking Boat von Mack in einer Attraktion.
Wir müssen uns da alle überraschen lassen, was denn Magda plant. Und ja, das machen wir ja gerne auf jeden Fall, wenn es Neuigkeiten gibt über Attraktionen oder sonstiges Kroatien 23, 24, dann werde ich euch darüber berichten. Im Moment heißt es erstmal fleißig bauen, damit die neue Bahn 2023 fertiggestellt wird. Ja, und wenn man ganz genau hinguckt, dann sieht man hinter diesem tonnenschweren Fuß der Voltron Coaster Achterbahn, die hier dann demnächst stehen wird, auch ganz hinten durch das Festivalgelände und die Häuser für Traumatica 2022. Hierzu wird es eine Sondersendung vom Hitman geben und dann stelle ich euch alle Häuser, die auf euch bei diesem Horror-Event zukommen, noch einmal im Einzelnen vor. Und apropos Fertigstellung, ich fahre jetzt mit euch mit dem Europa-Park Express rüber zum Hotel Resort, werde da mein Auto bemühen und mit euch rüberfahren zum Hotel Krona Saar. Weil im Großraum dieses Hotels wird ja bis zum Herbst dieses fantastische Restaurant E-Trenalin fertiggestellt. Das ist eine Mischung aus Fahrgeschäft und Restaurant mit Sterneküche. Das heißt, es wird sicherlich auch einen ordentlichen Eintritt kosten, aber eine Weltneuheit wird es sein. Und Mack ist ja dafür bekannt, solche Dinge über die Welt zu verteilen. Das hat ja auch schon super funktioniert mit dem weltweit ersten Loop-Restaurant mit Food Loop, das sich ja über dem Drehtheater befindet. Hier kommt das Essen in kleinen Töpfen über einen Looping zu euch an den Tisch. Immer noch schön nach ein paar Jahren. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren, wenn ihr hier im Park seid. Wir steigen jetzt ein in den Express und dann geht's rüber zum E-Trenalin. Ich bin mittlerweile angekommen im Hotel Krona Saar. Auf der anderen Seite des Europaparks liegt ja der zweite Park der Familie Mack. Das ist das Rolantica mit diesem wunderbaren Hotel Krona Saar und allem, was da noch so zugehört. Und ab Herbst, spätestens Winter, wird das Restaurant der Zukunft dazugehören. Das E-Trenalin. Liebe Hitman-Freunde, ich stehe jetzt vor dem zukünftigen Haupteingang der mit Spannung erwarteten Weltneuheit E-Trenalin von Mack. Was von außen noch unscheinbar aussieht, wird von innen ein multisensorisches Erlebnis sein für alle Sinne. Das heißt nicht nur für die Geschmacksnerven, die hier durch sehr, sehr leckeres Essen gekitzelt werden, sondern auch durch ein quasi Fahrerlebnis. Ihr werdet nämlich hier auf einem Sitz am Tisch sitzen dürfen und können, dass sich und der sich dann später bewegen wird in verschiedene Themenwelten. Ihr werdet verschiedene Gerichte serviert bekommen. Das heißt also ein Essen mit allen Sinnen.
So, nachdem ich mir dann gerade nochmal über die Security hier des Europaparks die Rechte dafür geholt habe, die Baustelle filmen zu dürfen, dann muss man ja heute auch immer vorsichtig sein, zeige ich euch nur das, was ich natürlich zeigen darf. Das ist die Außenhaut dieses neuen Spektakels, das hier für uns entstehen wird. Grundsätzlich ist es so, dass es auf ca. 2.500 Quadratmetern hier ein multisensorisches Erlebnis entstehen wird. Es wird gegessen werden, aber es wird gegessen werden in einer ganz anderen Welt, in die man quasi über einen fahrenden Sitz teleportiert wird. Man wird also verschiedene Gerichtsstufen erreichen mit verschiedenen Gängen, immer in einer anderen Welt. So zumindest kann ich mir das gut vorstellen. Und das wird natürlich eine Weltneuheit sein. Liebe Hitman-Freunde, von dieser spannenden Baustelle mit einer großen Vorfreude auf das, was uns hier im Herbst, Winter erwarten wird, sage ich für heute danke, dass ihr wieder dabei wart bei Hitmans fantastischen News, diesmal aus dem Europapark. Wir sehen uns nächste Woche ganz sicher mit neuen News und bald kommen ja auch schon die Videos aus den letzten Wochen, die ich für euch gedreht habe. Ich hoffe, sie werden euch gefallen. Bis dahin, bleibt erfrischend bei diesem fantastischen Wetter und vor allen Dingen bleibt verrückt. Ich bin es auch, versprochen. Bis nächste Woche. Liebe Grüße, euer Hitman. Coming through the night.